Ja, ich möchte Sie auch nochmal herzlich begrüßen und mich auch bedanken bei den Organisatoren und Organisatorinnen der Veranstaltung. Die Martina hat es ja genannt, dass ich mich in den letzten Jahren intensiv mit Bildungsungleichheiten beschäftigt habe. Gleichwohl ist das Ergebnis oder die Ergebnisse, die ich Ihnen heute berichten möchte, nicht nur auf meiner Person, basiert nicht nur auf meiner Person, sondern es haben da zahlreiche mitgewirkt, insbesondere mit dem ich auch gemeinsam diesen Vortrag vorbereitet habe, Heinz Leitgeb, mit dem ich in den letzten Jahren eben zahlreiche Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Ungleichheiten durchgeführt hat. Auch die Martina Beham war hier sehr intensiv involviert. In meinem Vortrag möchte ich 4 Punkte ansprechen. Zunächst einige statistische Basiszahlen zur Bildungsteilhabe von Burschen zu Schul- und Testleistungen von Burschen. Dann möchte ich auf einige soziologische Erklärungsansätze eingehen und ihren empirischen Gehalt, also ihre empirische Bewährung, darlegen. Und anschließend eben übergehen zu einem wichtigen Erklärungsbereich, den auch neuere Studien sehr deutlich herausarbeiten, nämlich um Unterschiede im Freizeitverhalten im außerschulischen Bereich, die sehr zentral sind auch für die Schulleistungen und die Bildungsverläufe. Und dann eben ein Fazit ziehen und auf einen Handlungsbedarf hinweisen. Bildungsteilhabe von Burschen lässt sich in folgenden Punkten beschreiben. Wir haben ab Schulbeginn eine deutlich höhere Quote von Burschen, die in eine allgemeine Sonderschule gehen. Das ist ganz deutlich ausgeprägt. Und gleichzeitig haben wir eben eine deutlich geringere Besuchsquote im AHS-Unterstufenbereich. Wobei es eben interessant ist, dass dieser Abfall der Burschen, was den Besuch der AHS-Unterstufe anbelangt, so ab der 6., 7. Schulstufe einsetzt. Das heißt, die Übergänge in das Gymnasium sind noch relativ gleich. Da gibt es ganz geringe geschlechtsspezifische Unterschiede. Aber Burschen verlieren dann eben so in der 6., 7., also mit 12, 13 Jahren an schulischen Abschluss. Meistens geht dem voraus, dass eine AHS einmal wiederholt wird oder zweimal wiederholt wird und dann findet eben der Wechsel in eine Hauptschule oder neue Mittelschule statt. Ich glaube, das verweist auch sehr gut, was der Herr Primar Leixnerin gesagt hat, dass wir mit den Burschen jetzt mit keiner homogenen Gruppe zu tun haben. Es gibt zumindest wahrscheinlich zwei Gruppen von Burschen, wo auch Derry Moffett in ihren Untersuchungen hinweist, dass eine Gruppe von Burschen, die bereits ab Schulbeginn Schwierigkeiten hat, externalisierte Verhaltensweisen zeigt, die sicherlich sehr stark auch im klinischen Bereich dann präsent ist. Und es gibt eine zweite Gruppe, die dann erst mit in der Lebensphase 10 bis 14 in der Vorpubertät, Pubertät an Bildungsanschluss verlieren, die also dann ihre Bildungskarriere beeinträchtigt wird. Dann das setzt sich dann fort, also diese Schere, die mit in der 6., 7. Schulstufe beginnt, setzt sich dann fort. Wir haben geringere männliche Maturanten, das ist ganz ausgeprägt, auch bei den Studienanfängern und auch beim Abschluss des Erststudiums. Die Geschlechterumkehrung, das ist kein neues Phänomen, nicht zum Beispiel im AHS-Bereich können wir diese Geschlechterumkehrung bereits seit Mitte der 1980er Jahre feststellen, im BHS-Bereich seit ungefähr 10 Jahren. Ich habe Ihnen hier auch noch einige Zahlen mitgebracht, möchte es nicht einzeln durchgehen. Sie sehen also hier die AHS, AS steht für die allgemeine Sonderschule 1 bis 4, hier haben Sie eine Burschenquote deutlich über 60%, das zieht sich dann fort im Polytechnikum, allgemeine Sonderschule 5 bis 8, Berufsschule und hier umgekehrt BHS-Bereich, AHS-Oberstufenbereich, Matura-Prüfungen, Reifeprüfungen, Studienanfänger, ein deutliches Übergewicht der Mädchen. Parallel mit diesen Schullaufbahnen, also mit diesen Unterschieden in der geschlechtsspezifischen Schullaufbahn, gehen Unterschiede in den Noten und in den Testleistungen einher. Wir haben eigentlich durchgehend bessere Noten der Mädchen in Deutsch, auch bessere Noten der Mädchen in den Fremdsprachen und kaum mehr sozusagen schlechtere Noten in Mathematik der Mädchen. Das Mädchen haben also in Mathematik deutlich aufgeholt, hier gibt es deutlich geringere Leistungsunterschiede. Analog mit diesen Noten gehen Unterschiede in den Testleistungen her. Wir haben ja, Österreich hat in den letzten Jahren an PISA teilgenommen und an PIRLS teilgenommen und hier haben wir deutliche Unterschiede im Lesen, das heißt die Mädchen sind in allen Ländern deutlich besser und dieser Vorsprung der Mädchen wird nicht mehr kompensiert dadurch, dass die Burschen in Mathematik so viel besser werden. Im naturwissenschaftlichen Bereich haben wir kaum Geschlechterunterschiede, also ganz minimale Geschlechterunterschiede.
Was auch auffallend ist, was wieder mit der Beobachtung zusammenhängt, dass etwas die Lebensphase 10 bis 14 und die Pubertät zentral ist, ist eben, dass die Leistungsunterschiede bei PISA, das sind die 15-, 16-Jährigen, deutlich ausgeprägt sind als etwa in der vierten Klasse Volksschule, sind die Pearls-Daten. Das heißt, ganz wichtig, und das ist auch sozusagen ein neuer Forschungsschwerpunkt, ist eben die Lebensphase der 10- bis 14-Jährigen und die Bedeutung der Pubertät und der Vorpubertät. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Ländern, das zeigt auch, dass das Ganze sehr stark soziokulturell geformt ist. Hier nur einige wenige Daten, möchte hier gar nicht im Einzelnen durchgehen. Sie sehen hier in der Mitte Österreich. Sie sehen, also hier ist die roten Linien sind die Unterschiede im Lesebereich und hier die blauen sind die Unterschiede in Mathematik und Naturwissenschaft. Und Sie sehen eigentlich, in allen Ländern haben Sie wesentlich größere Unterschiede, um die 40 Punkte mehr im Bereich des Lesens und deutlich geringere Unterschiede in Mathematik. In den Naturwissenschaften Finnland, Niederlande haben Sie sogar schon ein leichtes Plus für die Mädchen. So viel zu den empirischen Sachverhalten. Hier noch einmal eine weitere Tabelle, die Ihnen zeigt, diese zunehmende Schere oder die zunehmenden Diskrepanzen dann sozusagen die Situation vor mit 10 Jahren und die Situation mit 15, 16 Jahren kann man ganz gut vergleichen. Die Skalen sind gleich normiert. Sie haben also hier die roten Linien sind wieder die Leseunterschiede bei PISA, also mit 5, 16 Jahren, und die blauen sind die Leseunterschiede mit 10 Jahren. Sollte nur verdeutlichen, das, was ich vorher schon genannt habe, dass also diese Leistungsunterschiede und auch die Bildungsverläufe stark, also die Divergenz zwischen den Geschlechtern sehr stark zunimmt in dieser Lebensabschnitt 10 bis 14. Erklärungen in der Soziologie, wenn Ungleichheiten nach einem Merkmal vorliegen, also nach sozialer Schicht oder nach Migrationshintergrund oder nach Geschlecht, dann stellt man sich immer zwei Fragen: Sind diese Unterschiede, die beobachtbar sind, auf Leistungsunterschiede zurückzuführen, also dass tatsächlich Burschen und Mädchen schlechtere Leistungen erbringen, oder sind diese Unterschiede auf die Wahlsituation zurückzuführen, dass man sich zum Beispiel für Burschen vorsichtiger entscheidet, dass man zum Beispiel bei Burschen eher sagt, der Bursche soll mit einer Hauptschule beginnen, er hat ja später dann ein HTL, obwohl er gleich gute Noten wie ein Mädchen hat. Das heißt, das sind die beiden Faktoren, mit denen man Unterschiede im Bildungsverlauf erklären kann. Das eine wird eben oft als primärer Geschlechtseffekt bezeichnet. Primäre Effekte sind immer die, die auf Leistungsunterschiede zurückzuführen können, und sekundäre Unterschiede sind immer die, die durch die Wahlsituation entstehen. Sekundärer Geschlechtseffekt konnten wir empirisch in zahlreichen Untersuchungen nicht nachweisen. Das ist der starke Unterschied zum Beispiel zur sozialen Herkunft. Das heißt, wenn wir die Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft betrachten, dann haben wir einen sehr starken sekundären Schichteffekt. Das heißt, bei gleichen Schulleistungen hängt dann die Wahlentscheidung sehr stark vom sozialen Hintergrund ab. Während das bei Burschen und Mädchen ist das nicht der Fall. Das heißt, wir haben zwar unterschiedliche Wahlmotive. Es ist zum Beispiel bekannt, dass bei Burschen der Lehre, auch der technischen Ausbildung, ein größeres Gewicht zugeschrieben wird. Das führt aber nicht dazu, dass dann Burschen häufiger zum Beispiel auf eine Hauptschule wechseln, weil dann anschließend eine Lehre möglich ist. Das heißt, auf die Schulübergänge haben diese unterschiedlichen Schulwahlmotive keinen Einfluss. Was für das Geschlecht gilt, ist eben, dass beim Geschlecht es primär sich um einen primären Geschlechtseffekt handelt. Das heißt, die Unterschiede in den Schullaufbahnen zwischen Burschen und Mädchen sind auf Leistungs- und Notenunterschiede zurückzuführen. Das ist eben der deutliche Unterschied zum Beispiel, wenn Sie soziale Herkunft untersuchen. Bei der sozialen Herkunft spielt dieser sekundäre Effekt, also die reine Wahlentscheidung, eine große Bedeutung. Welche Erklärungen werden in der Soziologie intensiv diskutiert? Die erste Erklärung, die auch sehr in Medien zu finden ist, ist die sogenannte Feminisierung der Schule. Damit ist eben gemeint, dass in den pädagogischen Einrichtungen, Kindergarten und auch dann in der Schule ein sehr hoher Anteil an weiblichen Lehrkräften ist und sagen, diese weiblichen Lehrkräfte, hoher Anteil an Frauen, die Ursache ist, dass die Burschen in den Schulen schlechtere Noten und schlechtere Leistungen erbringen. Wobei eben dieser hohe Geschlechteranteil, also der hohe Anteil an Frauen wird argumentiert, der hat drei Effekte, das heißt, der wirkt über drei Faktoren. Erstens fehlen den Burschen die männlichen Vorbilder,
in den Schulen. Zweitens, dass eben auch durch diesen hohen Anteil an Frauen im Schulsystem ein sehr starker mädchenorientierter Unterricht stattfindet. Das wären dann so Morgenkreise, stark kommunikative Aspekte, die für die Burschen weniger attraktiv sind. Und der dritte Erklärungsaspekt ist, dass auch in die Notengebung Verhaltensaspekte einfließen und dass diese Verhaltensaspekte die Mädchen begünstigen. Das wäre sozusagen was, wenn Sie in der Literatur lesen, was mit Feminisierung der Schule gemeint ist. Diese These der Feminisierung der Schule wird dann verallgemeinert, häufiger auch in der Burschenforschung, nämlich dass ihm männliche Rollenmodelle fehlen. Und dieses Fehlen an männlichen Rollenmodellen führt ihm dann dazu, dass man sich sehr stark hegemonalen Modellen zuwendet, das heißt gleichaltrigen, älteren gleichaltrigen Burschen, die entsprechend mit einer geringeren positiven Einstellung zur Schule, größere Betonung von außerschulischen Aktivitäten. Und die dritte Erklärungsansatz ist, dass nach wie vor sehr stark Geschlechterstereotype in der Gesellschaft vorhanden sind, nicht nur in der Familie, sondern in anderen, in der Schule und auch im Freundeskreis. Und diese Geschlechterstereotype die Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen erklären. Ich möchte noch kurz, bevor ich auf den Freizeitbereich eingehe, auf die Feminisierungsthese eingehen. Ich kann die Forschungsbefunde zusammenfassen. Es wurden ja doch sehr zahlreiche Untersuchungen in Deutschland und in Österreich dazu durchgeführt. Und empirisch ist die Feminisierungsthese in der Form nicht haltbar, dass mit einem höheren Anteil an weiblichen Lehrkräften der Anteil der Burschen zum Beispiel, die in einen Gymnasiumwechsel geringer wäre, oder dass auch Burschen schlechtere Testleistungen erzielen. Das heißt, die Feminisierungsthese ist nicht haltbar. Hier nur ein Befund. Wir haben hier den Anteil der Burschen, die in eine AHS wechseln, und hier haben Sie den Anteil der männlichen Lehrkräfte in der Volksschule, und Sie sehen, dass wir haben ja fast einen parallel verlaufenden Bereich, wir haben also keinen Zusammenhang zwischen dem Anteil an männlichen Lehrkräften in einem Schulbezirk und dem Anteil der Burschen, die in ein Gymnasium wechseln. Inzwischen gibt es weitere Befunde, also alle Befunde sagen, dass das Geschlecht der Lehrkraft an sich keinen Einfluss hat, das ist ja auch naheliegend, es hängt auf das Verhalten und den Unterrichtsstil der Person an. Ich könnte Ihnen hier weitere Beispiele bringen. Zweiter Beleg, was wir auch gefunden haben, und das wäre ganz interessant zu diskutieren, wir haben zwar keinen Einfluss der männlichen Lehrkräfte in unseren Studien gefunden, aber sehr wohl einen Einfluss der Väter. Was Sie hier sehen, ist wiederum der Übergang in die AHS und das Verbleiben in der AHS. Sie haben eben hier, wenn die väterliche Verantwortung in der Erziehung, wenn der Vater keine Verantwortung, haben Sie deutlich größere Geschlechtereffekte als in der Situation, wenn die beiden Eltern gemeinsam oder die ganz wenigen Fällen, wo der Vater sehr stark die Verantwortung übernimmt. Das heißt, wir haben Hinweise, dass der Vater für die Schullaufbahn wichtig ist, was möglicherweise mit den doch stärkeren Bindungen und Beziehungen zu tun hat. Aber es ist nicht zu erwarten, wenn man ausschließlich den Anteil der männlichen Lehrkräfte in den Schulen erhöhen würde, ist nicht zu erwarten, dass sich an dem Befund der Leistungsunterschiede etwas ändert. Zweite Interpretation der Feminisierungsthese, es ist sozusagen der mädchenorientierte Unterricht, die Gesprächskreise, Morgenkreise, die die Burschen sehr stark belasten und dazu führen, dass die Burschen Schullust verlieren. Auch diese These ist empirisch nicht haltbar. Wir haben sogar Hinweise, dass in die Genderspiel. Was wir wissen ist, dass sogar sehr paradoxe Zusammenhänge gibt. Die Frau Landtagsabgeordnete hat es genannt, dass sogar, wenn man sagt, es ist ein sehr stark gendersensibler Unterricht, das heißt, man gibt den Burschen im Deutschunterricht Sachliteratur zum Lesen oder technische Beschreibungen zu lesen mit dem Ziel, man macht so etwas Geschlechtsspezifisches und versucht dadurch die Lesemotivation der Burschen zu erhöhen, haben wir sogar einen negativen Zusammenhang, den man jetzt kausal unterschiedlich interpretieren kann, aber das heißt, wenn Burschen häufiger in der Schule Sachliteratur lesen oder auch Informationsmaterial lesen oder Zeitungen lesen, also dass man sagt, was den Burschen vielleicht liegen würde, dann korreliert das sehr stark mit negativen Leseleistungen. Das heißt, wir haben ja keinen positiven Effekt, was unterschiedlich interpretiert werden kann. Wir sind ja immer noch auf Querschnittsdaten angewiesen. Es kann natürlich dahingehend interpretiert werden, dass diese Burschen, denen man Sachliteratur zum Lesen gibt, bereits schlechte Leser sind und man sie versucht, durch diese technischen Bücher zu motivieren.
Oder es kann im umgekehrt sein, dass diese Sachliteratur tatsächlich nicht wirkt. Wir haben da auch schon sehr intensive Diskussionen mit dem BIFI Salzburg gehabt. Eine Erklärung könnte es schon sein, dass es noch wenig Fachdidaktik der Sachliteratur gibt. Man sagt zwar immer, für Burschen ist Sachliteratur wichtig, aber wie die Sachliteratur dann eingesetzt werden soll, da gibt es noch wenig. Ein weiterer Hinweis ist, warum die Sachliteratur nicht wirkt, ist die Lesesozialisationsforschung. Da weiß man, dass für die Lesemotivation doch die emotionale Beziehung zum Buch, zum Text sehr wichtig ist. Und es gibt ihm hier die These, wie gesagt, das Gebiet ist noch weniger erforscht, es gibt ihm die These, dass die Sachliteratur nicht diese emotionale Basis aufbaut. Die fördert zwar kognitiv möglicherweise das Lesen, aber es wird dadurch keine Bindung und keine Lesemotivation aufgebaut, die dann langfristig wichtig wäre, um die Lesemotivation zu fördern. Aber zurückzukommen auf die Feminisierungsthese, es zeigt auf jeden Fall, selbst wenn man hier versucht, gendersensibel vielleicht zu unterrichten, was in den Schulen schon gemacht wird, dann wirkt das nicht positiv, sondern eher negativ derzeit, weil die Burschen dann noch schlechtere Leseleistungen erzielen. Und dann zum dritten Befund, und dann höre ich schon auf mit der Feminisierungsthese, ist die Benotungsunterschiede. Die These ist eben die, dass die Benotungsunterschied ebenfalls ein Geschlechterbias hat, dass eben die weiblichen Lehrkräfte in ihre Beurteilung Verhaltensaspekte einfließen und deshalb eben die Mädchen gewisse Vorteile bei der Benotung haben. Das ist nicht der Fall. Was wir gefunden haben, ist, dass sogar die männlichen, wir haben ja nur mal den männlichen Klassenvorstand, die Burschen schlechtere Noten erhalten. Das heißt, insgesamt ist festzuhalten, dass diese Feminisierungsthese in diesen drei Lesarten eben einerseits es fehlen männliche Rollenbilder in der Schule, es wird sozusagen mädchenorientiert unterrichtet und es wird mädchenorientiert mit den begünstigten benotet, empirisch nicht haltbar sind. Es müssen sozusagen andere Erklärungen relevant sein. Vielleicht darf ich, bevor ich zu den Freizeitaktivitäten überwechsle, noch kurz die bisherigen Befunde zusammenfassen. Das heißt, der Leistungsabfall der Burschen hängt sehr stark mit der Vorpubertät zusammen. Das ist sicherlich eine wichtige Phase, die auch in der Forschung noch stärker zu berücksichtigen sind. Und daneben gibt es eben bereits eine Gruppe von Burschen, die eigentlich mit sehr schlechten Startchancen in die Schule startet. Das zweite Punkt ist eben hier, Mädchen sind im Lesen deutlich besser als die Burschen. Die Burschen kompensieren diese besseren Leseleistungen nicht mehr durch bessere Mathematikleistungen. Und hinzu kommt noch, wenn Sie das österreichische Schulsystem betrachten, dass die Schullaufbahn stärker von den Leseleistungen abhängt als von den Mathematikleistungen. Das wird sicherlich noch mal verstärken, wenn Sie etwa untersuchen die Lesekompetenz und die Mathematikkompetenz. Was führt dazu, dass man eine maturaführende Schule besucht, so hat die Lesekompetenz einen wesentlich stärkeren Einfluss auf den Besuch einer maturaführenden Schule ab 15 als die Mathematikkompetenzen, die jemand besitzt. Die Feminisierungsthese in den unterschiedlichen Lesarten ist empirisch nicht haltbar. Das heißt, zumindest dahingehend in Bezug auf Leistungsaspekte und Schullaufaspekte sind nicht mehr Männer in pädagogischen Berufen zu fordern. Männer sind allerdings durchaus wichtig, das haben auch die Väter gezeigt, wenn es vielleicht bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben geht, etwa im Entwicklungsaufbau, Aufbau einer Geschlechterrollenidentität, Aufbau von gleichaltrigen Beziehungen. Hinweise auf differenzielle Wirkungen, nicht nur der Väter, sondern auch differenzielle Wirkungen nach Migrationshintergrund haben wir gefunden und nach Geschlecht. Und gendersensibler Unterricht greift derzeit noch nicht, wobei wir eben diskutieren müssen, ob er grundsätzlich nicht greift, weil einfach durch Sachliteratur die emotionale Bindung zu einem Buch nicht aufgebaut werden kann, oder ob es doch eine Didaktik der Sachliteratur gibt, der es auch gelingt, auf Grundlage von Sachtexten emotionale Bindungen aufzubauen. Wenn man jetzt diese Befunde sammelt, das waren auch unsere ersten Befunde, und hier auf die Rolle der Vorpubertät oder der Lebensphase 10 bis 14 Jahre zurückgreift, dann ist es naheliegend, als Soziologe anzunehmen, dass die Schule da an Bedeutung verliert und in dieser Lebensphase die gleichaltrigen Gruppe und der Freizeitbereich noch einmal an Bedeutung gewinnt. Das heißt, eine These, die wir auch jetzt in einigen Arbeiten untersucht haben, wäre eben die, dass das Freizeitverhalten oder der Freizeitbereich für diese Leistungsunterschiede und für den Leistungsabfall der Burschen zwischen 10 und 14 Jahren wichtig ist.
Und verstärkend hinzu kommt sicherlich die Halbtagesstruktur der Schule. Insbesondere haben wir derzeit eine große Betreuungslücke bei den 11- bis 14-Jährigen. Das heißt, die Betreuungssituation im Kindergarten ist ausgezeichnet in Oberösterreich, auch im Bereich der Volksschule, der Grundschule ist eine gute Versorgung gegeben. Aber wir haben kaum Betreuungsangebote oder Tagesangebote für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Die Geschlechterunterschiede hier nur mal zunächst, hier Freizeitunterschiede habe ich nur mal herausgegriffen, die oberösterreichische Jugendstudie, ich hätte auch die Shell-Jugendstudie verwenden können, jede Studie verwenden können, alle Studien kommen zu dem gleichen Ergebnis. Wir haben große Unterschiede, was das Lesen der Freizeit anbelangt, das heißt die Lesemotivation, 20% der Burschen, der oberösterreichischen Burschen zwischen 11 und 16% lesen in ihrer Freizeit, bei den Mädchen sind es 40% und spiegelbildlich da. Dazu ist dann das Spiel mit dem Computer, die Videospiele, 45% der Burschen spielen, der 11- bis 26-Jährigen spielen Video- oder Computerspiele. Wir haben nur geringe Unterschiede, was Internet und Sport anbelangt. Das ist ein Muster, das finden Sie eigentlich in jeder Studie. Das heißt, wir haben ein sehr starkes Freizeitverhalten von Burschen Richtung Computerspiele, Nutzen von Computern und deutlich geringer Leseunterschiede, wobei auch hier frappierend sind die Altersunterschiede, deshalb noch einmal mein Appell an diese Betreuungslücke der 11- bis 14-Jährigen, das ist wirklich eine wichtige Lebensphase. Wenn Sie hier zum Beispiel die rote Linie ist der Konsum Videospiele, Computerspiele, Sie sehen es, die Computerspiele nehmen mit dem Alter ab, wir wissen nicht, ob das sozusagen ein Alterseffekt ist, dass man insgesamt, wenn man älter wird, weniger mit dem Computerspiel bei anderen Bereichen attraktiver werden oder ob das in einem Kohorteneffekt ist, ob eine Gruppe nachwächst mit einer wesentlich höheren Computerspielintensität. Die Unterschiede sind frappierend und das Zentrale ist jetzt, dass diese Unterschiede inzwischen auch bemerkbar sind, was den Leistungsbereich anbelangt. Ich werde Ihnen jetzt Studien zeigen, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass diese intensive Computernutzung, wobei die ganze Forschung sagt, das ist nicht die intensive Computernutzung, das sieht man auch die Mädchen, da gibt es ja keine Unterschiede, was das Internet anfängt, sondern die Inhalte sind ganz zentral. Das heißt, es ist nicht so wichtig, wie viele Stunden jemand vor dem Computer spielt. Natürlich mit den Stundenanzahl steigt auch die Gefahr, dass man den Computer nicht sinnvoll nutzt, sondern die Inhalte sind relevant. Wir verfügen international über eine Reihe von Studien, die eben zeigen, dass dieses Freizeitverhalten, ein Bereich des Freizeitverhaltens ist die Computernutzung, ein anderer Bereich wäre das Herumhängen mit Freunden, sozusagen deviantes Verhalten, da haben Sie dann ja noch einen Vortrag von Herrn Hirtenlehner, dass das bei Burschen häufiger auftritt. Wir haben Studien aus den USA, etwa zum After-Day-School-Aktivitätsbereich, wo deutlich wird, dass eben organisierte Aktivitäten, die in Freizeitclubs stattfinden, den Leistungsabfall reduzieren können. Wir haben auch Hinweise, was den Medienkonsum anbelangt, ganz eindrucksvoll eben hier eine Studie von Pfeiffer von der kriminologischen Forschungsstelle in Niedersachsen und wir haben Hinweise, was abweichendes, deviantes Verhalten anbelangt. Ich möchte Ihnen hier nur ein Beispiel geben aus der Studie von Pfeiffer. Sie haben hier das Jungen das Geschlecht und Sie sehen, was bei Burschen auftritt. Burschen haben eine häufige Präferenz für Mediengewaltinhalte und hier haben sie ein starkes Minus, das heißt, die Schulleistungen werden deutlich schlechter. Das heißt, Burschen sagen, erbringen schlechtere Schulleistungen, weil sie häufiger Mediengewaltinhalte betrachten. Das Zweite ist, was Burschen, das ist eine sehr deutsche Befunde, Burschen bekommen auch häufiger einen Gerätebesitz im eigenen Zimmer. Der Gerätebesitz im eigenen Zimmer führt dazu, dass die Medienzeit steigt. Wenn die Medienzeit steigt, reduziert das auch die Schulleistung, aber Sie sehen es hier, dass der Effekt der Medienzeit deutlich schwächer ist als der Effekt der Inhalte, aber Sie haben trotzdem auch einen Effekt und drittens, Burschen sozusagen verbringen mehr Zeit vor dem Computer, vor den Medien und erzielen deshalb schlechtere Schulleistungen. Und was Sie hier sehen, Sie haben von den Jungen keinen direkten Pfeil mehr auf die Schulleistungen. Das heißt, in dieser Studie ist es gelungen, diesen Leistungsabfall oder die schlechteren Testleistungen von Burschen dadurch zu erklären, dass ihm hier die Burschen häufiger gewalttätige Medieninhalte betrachten, dass sie insgesamt mehr Zeit vor den Medien verbringen. Das sind die beiden Hauptfaktoren. Und mit diesen kann erklärt werden in dieser Studie, dass eben hier die Burschen schlechtere Schulleistungen erbringen. Wir haben ähnliche Studien auch in Österreich durchgeführt. Hier war keine vollständige Erklärung des Geschlechtereffektes möglich, allerdings doch eine sehr deutliche Reduktion.
Ja, zwischen Phase 2, die Unterschiede im Freizeitverhalten in der Lebensphase 10 bis 14 sind relevant für die Leistungsunterschiede und die Schullaufbahn. Da kommt eine ganz zentrale Bedeutung zu. Und aufgrund des Zwischenfazits 1 und 2 einige Überlegungen zu Handlungsempfehlungen. Erstens möchte ich mal unterstreichen, was auch der Herr Primar-Leixnerin gesagt hat, wir brauchen eine differenzierte Betrachtung. Die Gruppe der Burschen ist nicht homogen, wir haben sicherlich eine kleine Gruppe, 5 bis 10%, die bereits zu Beginn große Schwierigkeiten hat, hier den schulischen Anschluss zu finden, wo die Ursachen sicherlich in den Faktoren zu sehen sind, die der Herr Leixnerin genannt haben. Wir haben eine Gruppe, die in der Lebensphase 10 bis 14 verliert. Wir haben einen deutlichen Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Das habe ich Ihnen hier nicht präsentiert, aber zum Beispiel eben in höheren Bildungsschichten sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern deutlich geringer als in unteren Bildungsschichten. Ähnliches gilt für den Migrationshintergrund. Wenn wir uns allerdings bei diesen beiden Aspekten bleiben, das heißt, wir haben eine Gruppe von Burschen, so 5 bis 10%, die eigentlich schon ab der frühen Lebensphase Schwierigkeiten hat, externalisierte Verhaltensweisen zeigt, was auch der Herr Primar-Leixnerin sehr gut beschrieben hat. Wenn wir bei dieser Gruppe bleiben, dann ist es klar, dass für diese Gruppe Frühinterventionen wichtig sind. Hier gibt es eben Modellversuche, zum Beispiel eben die Aktivität pro Kind in Deutschland, wo eben bereits schwangere Mütter, sogenannte unter Anführungszeichen Risikomütter, begleitet werden. Und dann gibt es eben die zweite Gruppe, die im schulischen Bereich, also zwischen 10 und 14 Jahren deutlich an schulischen Anschluss verliert. Für diese Gruppe glaube ich, dass schon gewisse Handlungsfelder oder präventive Ansätze in der Schule und in außerschulischen Institutionen möglich sind. Der zweite Befund, den alle Studien zeigen, Burschen sind schlechte Leser. Es muss sicherlich wichtig sein, in Zukunft die Lesekompetenz der Burschen zu fördern, wobei es eben bedeutet, eine positive Einstellung zum Lesen aufzubauen. Burschen bewerten auch das Lesen schlechter, eine positivere Lesemotivation aufzubauen und auch die Lesehäufigkeit zu erhöhen. Ob das durch die Sachliteratur gelingt, ein großes Fragezeichen derzeit. Das heißt, wir wissen nicht, ob das durch die Verwendung von Sachliteratur gelingt, einfach weil diese Frage der emotionalen Bindung noch nicht geklärt ist. Das heißt, wie kann durch sachliche Literatur, können zwar die kognitiven Fähigkeiten gefördert werden, aber nicht dieser wichtige Aspekt der motivationalen Aspekte. Und auch natürlich, vielleicht sollten wir auch Curricula überdenken. Wir sprechen immer von MINT-Fächern, von fehlenden Technikern. Wenn wir die Schullaufbahn betrachten, haben wir einen wesentlich stärkeren Effekt des Lesens auf die Schullaufbahn als von Mathematik. Dann Unterstützung Jugendliche, also die Lebensphase 10 bis 14 brauchen Jugendliche, Männer und Burschen, Unterstützung bei den Entwicklungsaufgaben. Entwicklungsaufgabe ist nicht nur Qualifizierung, das ist sicherlich eine wichtige Entwicklungsaufgabe, entsprechende Kompetenzen zu erwerben, aber zu diesen Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase gehört auch der Aufbau einer Geschlechteridentität, gehört der Aufbau von Beziehungen zum anderen Geschlecht. Partnerschaftsfrage tritt hier zum ersten Mal auf und hier sind sicherlich Personen, zu denen eine starke Bindung besteht, wichtig. Hier, glaube ich, haben auch die Väter eine besondere Bedeutung. Und als vierter wichtiger Punkt ist, wenn diese These stimmt und viele empirische Befunde weisen darauf hin, dass die Burschen zwischen 10 und 14 Jahren an Leistungsanschluss verlieren, dass sie also da an schulischen Leistungen verlieren, dann stellt sich die Frage, wie eben der Freizeitbereich gestaltet werden kann, wie es möglich ist, sinnvollere, also den Schulerfolg fördernde Leistungsfreizeitaktivitäten aufzubauen. Hier wäre es sicherlich wichtig, gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz wäre eben der Ausbau von Ganztagesschulformen zur Reduktion sozusagen der Betreuungslücke der 11- bis 14-, 15-Jährigen. Wobei man überlegen muss, welche Schulform das sein sollte. Aus meiner Sicht kann das nur eine verschränkte Form sein, das heißt, wo eben am Vormittag, sozusagen, wo eben der Unterricht über den ganzen Tag verteilt ist, wo sie Lernphase und Freizeitphase abwechseln. Weil einfach ein freiwilliges Wahlangebot möglicherweise dazu führt, dass die Jugendlichen dieses Angebot abwählen, die es eigentlich brauchen würde. Aber das ist sicherlich eine Diskussion, die wir intensiver führen sollten. Auch zu erwähnen ist, wenn wir von sinnvollen Freizeitprogrammen sprechen, sind die Ferien mit einzuschließen.
Es gibt, zunächst hat es in den USA Befunde gegeben, so um 2004, dass die Ferien eigentlich verantwortlich sind für die zunehmenden Leistungslücken, die wir beobachten können. Inzwischen sind diese Befunde auch für Deutschland abgesichert. Das heißt, die Ferien führen dazu, dass die Leistungslücken nach Migrationshintergrund, nach sozialer Herkunft größer werden, sodass auch hier vielleicht im Ferienbetreuungsprogramm, wo Österreich, Oberösterreich schon sehr viel macht, auch noch intensivere Anstrengungen erforderlich sind. Das wären so einige Überlegungen, die man aufgrund der Befunde und Ergebnisse ableiten könnte, die wir erzielt haben. Noch einmal wichtig eben eine Konzentration auf die Lebensphase 10 bis 14 Jahre. Vielleicht um diese Wichtigkeit dieser Phase zu unterstreichen, auch ein Rückgriff auf die Gehirnforschung. Auch die Gehirnforschung zeigt, dass es ein zweites wichtiges Entwicklungsfenster, das wird ja oft vergessen, zwischen 10 und Beginn der Pubertät liegt. Und wenn das nicht genutzt wird, dann besteht die Gefahr, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern größer werden, wobei noch einmal zu erwähnen ist, dass wir wesentlich größere Unterschiede noch nach sozialer Herkunft haben, größere Unterschiede nach Migrationshintergrund haben und möglicherweise könnten wir eben durch ein sinnvolleres Freizeitangebot dazu beitragen, dass zum Beispiel zumindest das Wachstum dieser Leistungslücke zwischen 10 und 14 Jahren nicht größer wird. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.